Und wir können ja mal jetzt, ich speichere mal, mit der Kutsche fahren. Gucken. Hallo. Wohin soll's gehen? Oh mein Gott. Er fährt mich umsonst zu ganz vielen Sachen hin. Nicht nur zu den Großstädten. Wenn ich jetzt wüsste, was das alles ist. Das wäre natürlich toll. Wie cool. Warte ganz kurz. Ich will mal kurz gucken, ob der schneller ist vielleicht. Schornstein. Einsamkeit. Das ist ja genial. Windhelm. Wir haben 1.30 Uhr nachts. Bis zum nächsten Mal. Bist du mein Sklave jetzt, Gunja? Wir müssen einfach mal nach Riften. Auch wenn ich da eigentlich nichts zu tun habe. Ich will nur gucken. Klettert wieder hinein, dann sind wir weg. Ja, mach ich. Ruhig, altes Mädchen. Und da kommt Serana auch noch. 1.30 Uhr. Ja, ich habe eine Kuh. Die Kuh steht da die ganze Zeit. Ich habe Lydia noch ausgerüstet, nicht mit dem besten Zeug, einfach nur, was ich so hatte. Weil, boah, über 12 Stunden unterwegs. Weil sie ja beschützen muss und so, ne? Kehre zu Dinya Balu zurück. Irgendwas hatten wir hier noch. Na dann. Wusste ich jetzt auch nicht. Ist ja auch egal. Dinya Balu. Probier's mal mit Dinya Balu. Guten Tag, Freund. Geht es euch gut? Jo. Ihr wart ein guter Freund für mich. Aber er ist nicht hier. Verdammt. Das heißt, ich werde jetzt... Oh nein. Schon wieder. Moin. Die haben es auch mit Riften, oder? Das ist doch blöd. Wo könnte Kajo noch sein? Bei den Stellen von Windhelm eventuell? Er ist ja irgendwo hier mal runtergelaufen, als ich ihn ganz am Anfang mal hatte. Ich guck einfach mal. 1.18 Uhr nur mit meinem Awesome. Ach, dammit. Ich hätte ihm irgendwie was... Nee, wie kann ich denn machen? Wie kann ich wissen, wo er ist? Der Glück. Uhr. Ja, okay, ist ein bisschen was anderes, aber... Hallo, redet ihr miteinander? Verdammt, hier ist er auch nicht. Hä? Kajo? Nein. Ach, der wieder. Der ist aber auch mich am. Wer seid ihr beiden? Ja, ja. Alter Drache. Alter Sack. Guck mal, wie Awesome total angreifen möchte. Awesome geht voll ab. Nee, ich muss nur ganz kurz gucken. Moin. Aua. Wow, richtig toll getroffen. Habt ihr hier eure Karawane oder wer seid ihr beiden? Die hören sich auch seltsam, aber überhaupt nicht irgendwie cool oder so, sondern wie so nervtötende Sachen. Wo könnte er mal langlaufen? Ich hab's vergessen. Ich hab's immer nur bei Riften gesehen. Weil die Karawane vor Weißlauf ist es nicht. Das weiß ich auf jeden Fall. Dann müssen wir auf gut Glück jetzt. Das ist natürlich ein bisschen doof, weil ich weiß nur noch, er kam von hier oben. War das von Schornstein? Von Schornstein oder nicht? Ich glaube, sie sind immer bei den Stellen. Und hier waren sie nicht. Wo könnten sie? Die Stelle von
glaube nicht, dass sie so lang, dass sie so weit reisen, oder? Wir probieren es einfach mal aus. Wir gehen nach Katlas Hof. Mal gucken. 1.19 Uhr wieder. Natürlich. Ansonsten suche ich gar nicht, sondern gehe erstmal so weiter. Dann tut es mir zwar leid. Dann muss ich ihn halt, wenn wir uns wieder treffen. Ich hörte, dass Jawaskre angegriffen und euer ehrenwerter Anführer getötet wurde. Jo. Ich möchte euch mein Mitgefühl ausdrücken, Gefährte. Jo, danke. Total. Oh, ich bin so traurig. Ihr wollt sicher jemand anderen. Ich bin nur der Stalljunge. Jo. Eigentlich suche ich nur... Bis dann. Bis dann. Ich denke mal nicht, dass die hier... Die haben. Nein. Damn it. Oh, guck mal. Haben wir genauso lange gebraucht hin. Hm. Na, wenigstens sind wir auch so gesehen zentral, in Anführungszeichen. Tja, okay, dann müssen wir uns anders entscheiden. Also ich muss mich anders entscheiden. Dann machen wir was anderes. Ich habe nachgeguckt im Internet hier so beim Add-on, was das bedeutet, dieses Einrichtung, was man machen kann bei Lydia. Das bedeutet, sie richtet alles ein und wir müssen es nicht bauen. Das könnte ich auch machen, ich kann es euch ja mal zeigen. Das könnte ich auch machen, wenn ich irgendwas, ein Zimmer, keinen Bock habe, selbst einzurichten. Nur, mein Gott, wir haben ja die Sachen. Also so ist es ja nicht. Dass ich dann zum Beispiel sage, hier, ich mache das hier weg, den Raum, und sage ihr, richte mal den Eingangsbereich ein. Und dann macht sie das langsam nach und nach. Und dabei habe ich gelesen, dass man auch Tiere holen kann. Und Tiere sind zum Beispiel, warte mal, so viele waren es gar nicht. Auf jeden Fall ein Hund. Der Hund von dem neuen Addon, hier mit dem Vampiren-Addon. Oder aber ein Hund, den habe ich ganz übersehen. Den werden wir jetzt gleich mal holen. Wisst ihr was? Das mache ich jetzt. da müssen wir auch noch in diesen Tötungsdings, voll gemein. Das machen wir einfach, weil der Eingangsbereich kann uns ja ziemlich egal sein. Das heißt, ist vollkommen egal. Der Eingangsbereich ist voll Verschwendung. So. Umgestalten. Keine Ahnung, wo die ganzen Sachen hin sind. Warum wir sie nicht nochmal benutzen können, verstehe ich auch nicht. Oder verkaufen oder so. Nein, sie müssen alle rausgeschmissen werden. Das ist so typische Mentalität der Menschen. Weil sie Neues haben wollen. Anstatt darüber nachzudenken, dass man das Alte ja noch irgendwie benutzen könnte. Und jetzt? Ich bin euer Schwert und euer Schild. Ich möchte, dass ihr Einrichtung kauft. Natürlich. Welches Zimmer soll ich ausstatten? So, Hauptraum 3500. Das ist gar nicht so viel, wenn man überlegt. Oh, Entschuldigung. Aua. Was war das denn? Ich habe mich voll verschluckt. Da habe ich Luft gegessen. Das ist nicht schön. Lydia, Entschuldigung, ich meinte nicht dich. Die meinte einfach nur, warum hast du meine Sachen eigentlich nicht an? Na, ist egal. 3500 ist eigentlich Peanuts dafür, dass sie alles hier selbst einrichtet. Aber das will ich natürlich nach und nach machen. Und außerdem bin ich jetzt fast fertig. Einen Eingangsraum kann sie machen. Ich treffe die nötigen Vorkehrungen. Wenn ich jetzt wiederkomme, hoffentlich ist sie nach und nach fertig. Lebt wohl. Ah, jetzt tut mein Hals mir ein bisschen weh. Ui, das habe ich noch nie. Eieiei. Puh, so. Das kann ich das eigentlich auch lassen. Aber jetzt macht sie für 1000 halt diesen Raum schön. Das ist doch auch gut. Ist auch gut. Oh Mann. Nicht gut, ich trinke kurz was. Ah. Ein bisschen wie wenn man Krampf bekommt. Ich habe zum Glück sehr selten in meinem Leben einen Krampf, aber vielleicht kennt ihr das. Irgendwie, wenn man nachts aufwacht und plötzlich einen Krampf hat. Ich hatte es, glaube ich, zweimal. Das ist total schlimm. Weil man merkt richtig, wie der Körper Schmerzen hat durch etwas, was er. Ne? Das ist auch gerade. Ich habe irgendwie was verzogen jetzt am Hals. Voll mi gerade, ich weiß. Aber das, ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Weil also nicht am Hals, sondern im Hals habe ich was verzogen. Das ist total ein Scheißgefühl gerade. Oh. Na dann. Hoffentlich, das geht bald weg. Hoffe ich mal, das geht bald weg. Mal, ja, wieder gut Deutsch tun.
Okay, was machen wir denn jetzt? Er ist nicht hier gewesen. Die Leute, die Viecher hier vorne, die Khajiit, sind nicht dazu. Also holen wir uns den Hund erstmal. Ich hätte... Ah nein, der Hund ist da oben bei Einsamkeit. Das ist natürlich überhaupt nicht in die Richtung, die ich wollte. Verdammt. Wollen wir Nilheim, den Banditenanführer Nilheim töten? Weil zum verlassenen Gefängnis wollte ich auch gern, aber da kommt ja... Da kommen die ja nicht mit. Mann, ich will nicht ohne ihn. Was war eigentlich hier? Kehre zu Dinya Barlo zurück. Kehre zu Khajiit zurück. Aua. Uiuiui, das ist nicht gut. So, Schrein von Boethia. Ich weiß. Ich denke mal, sie laufen hier rum, aber wo? Hier vielleicht? Kajo, nein. Ich bin so traurig. Hier ist mein anderes Haus, scheiß drauf. Ja, dann will ich die Quests erstmal machen. Scheiß drauf. Dann gehen wir jetzt zu Nilheim, töten den und dann hier weiter. Und dann ist er vielleicht da. Ja, mein Gott. Und dann gucken wir mal. Ganz schön Arbeit. Hallo. Jo, das war doch mal gar nicht so langsam. Das ging doch. Dann werde ich jetzt ein bisschen schwerer es haben. Aber Serana ist ja auch nicht scheiße. Also so gesehen. Aber weil ich nur alleine bin, bitte könnt ihr es mir vielleicht nach, werde ich, die habe ich mir gekauft eben noch. Werde ich mir. Den Mondamulett habe ich auch wieder mitgenommen, falls er sagt, er kommt nur dann wieder mit. Wer weiß. Nö, okay, das war's. Bögen mehr. Ich wollte einfach jetzt einen Bogen wieder. Alles wird gut. Ich speichere. Und wir gehen rüber. Wieso war ich da noch nicht? Wieso kommt mein Pferd nie mit? Na, wenigstens läuft es nicht weg. Lass! Da laufen einige rum. Müssen wir ein bisschen aufpassen. Aber mein Gott. Ist nur ein Banditenanführer, hat bestimmt wieder Nordrüstung für mich. Einfallsreich. Lass! Oh, der ist sogar da oben. Nein. Komm. Musst du doch gehört haben. Boah. Ist Serana überhaupt noch da? Das war easy. Das ist schön. So, nehmen wir uns ein paar Sachen mit. Aber diese Äxte sind echt schlecht, ne? Oh. Eine Wache? Das war eine Wache. Und kein Anführer. Habe ich das Richtige gemacht? Lass dir von Amuriel... Also ein Riften, hab ich gut gemacht. Okay. Bin ein bisschen
Aber da steht überhaupt nichts Böses. Ich mag das nicht, Unschuldige umzubringen. Das ist wirklich nur im absoluten... Oh mein Gott, ich finde das so geil, ganz ehrlich. Ja, ich bin so froh. Ich meine, manchmal denke ich mir so, kennt ihr einige von euch von mir schon. Oh, das ist auch schön. Ich bin froh, dass ich noch jung genug bin, dass ich das genießen kann. Und ich bin ein bisschen sauer, dass ich zu alt bin, dass ich nicht diese Entwicklung noch weiterhin so gut mitbekommen kann. Dann wiederum bin ich froh, dass ich am Anfang die Super Nintendo-Zeit zum Beispiel mitbekommen habe. Und auch eine Zeit ohne große Computerzeug und sowas. Dann wiederum ist es halt schade, weil das ist wirklich toll. Nur, es nimmt halt dir auch ein bisschen die Möglichkeit, selbst... Sind die böse da unten? Jo, hab mal einfach alle so umgebracht. Während Serana, wer weiß, wo ist. Die läuft irgendwo lang. Da ist sie ja. Hallo. Was hast du so lange gebraucht? Ich habe alle umgebracht. Ich hoffe, das sind Banditen. Eine Wache. Habe ich das Richtige gemacht? Denke mal schon. Reden wir uns einfach mal ein, dass wir Wachen umbringen sollten. Das ist richtig schön gemacht hier. Also die haben eine richtig schöne, ne? Eine Wache. Wache von was? Von Nilheim? Was soll's. Weiter geht's. Als nächstes gehen wir zur Beinbrecherhöhle. Da müssen wir da runter. Und da geht's sogar runter. Das ist ja mal... Was haben die denn? Was ist das für eine Wache? Nilheim. Das ist ein richtiger offizieller Weg hierhin. Ich habe vergessen, warum ich das machen sollte. Hat die mir das erklärt? Dahinter was ist? Sieht so ein bisschen aus. Ich will mal ausprobieren. Nee. Hui. Ah, nein. Ah, fuck. Oh, boah. Aua. Oh, aua. Oh, aua. Oh, aua. Oh, okay. Ich komme nicht mehr hoch. Okay. Aber so ein bisschen Wildwasser fahren ist bestimmt auch lustig. Gut. Das sieht so offiziell aus, der Weg. Ivangard, Weiden, Riften, Windhelm. Wir müssen... Oh. Telraf. Sind Sie fort? Alles in Ordnung? Banditen haben mich angegriffen und meinen Wagen geplündert. Könnt ihr mir helfen? Was kann ich tun? Mein Lager ist in der Nähe, in den Ruinen von Nilheim. Wenn ihr mich sicher dorthin bringt, erhaltet ihr eine Belohnung. Okay, komm. Aber wie es der Zufall will, habe ich gerade alle umgebracht. Weil ich wusste, dass das... Dort, über die Brücke und den Hügel hoch. Ich wusste, dass du nämlich das machst. Wetten, du bist das eine Falle? Ich kann mir gut vorstellen, dass er mich verarscht. Weiß ich nicht. Klingt so. Da. Ich kann das Lager schon sehen. Es klingt so nach lock mich dahin, du Arsch. Wartet hier. Ich hole nur eben eure Belohnung. Ihr habt euch eine schlechte Woher Zeit zum Verlaufen ausgesucht. Nein, nicht. Ja, komm mal her. Ah, oh, du bist so doof. Ich finde nicht, dass du runterfällst. Und... Bam. Oh. Wie gut. Befreit mich. Okay. Ich habe sie befreit. Hier draußen ist es so hell. Ich weiß nicht, wie... Es war so klar, dass er uns verarscht hat. Blöde Telraf, es war so klar. Oh, das ist so traurig.
Und weißt du, was lustig war? Dass wir alle schon umgebracht haben und er hat es trotzdem noch. Wäre das Spiel clever, also cleverer, dann hätte er jetzt irgendwie gemacht von wegen, weil ich bin von hinten ja angegriffen, habe ich ja, mein Gott, hätte er irgendwie so alles angeguckt und gedacht, verdammt, sie haben alle umgebracht. Und dass er mitspielt. Einfach nur, weil er wusste, er kann nicht gewinnen. Das wäre es mal. Einfach so von wegen, oh ja, hier sind alle tot, da habe ich ja Glück gehabt. Und dann geht er rein und bedankt sich und gibt dir Geld oder sowas. In Wirklichkeit ist er voll sauer. Das wäre lustig gewesen. Na, okay, übrigens hat er mich da, hat er mich bestärkt darin, dass sie alle böse waren. Obwohl ich das ja schon durch Riften wusste. Naja. Boah. Wirklich ein episches Spiel. Muss ich hier runter? Da ist, denke ich mal, der Eingang. Aua. Alles wird gut. Ich heile jetzt nicht. Kein Bock jetzt darauf. Oh, an der Ritze hängen bleiben. Ah. Bautzi, wautzi. Ich mag Musik. Musik macht so viel aus in einem Spiel und das finde ich einfach so cool. Jetzt dieses, und man denkt sich so, mein Gott, das Spiel will mich töten. Mal gucken, wie viel wir haben. Einige. Bin ich ja mal gespannt, was rumläuft. Wer ist da? Warum treffe ich nicht? Geschafft. Wusste ich doch, dass ich etwas gehört habe. Es lief direkt auf dich zu, aber ist in Ordnung, mein Schatzi Putzi. Die haben einen. Oh, warte, das tat weh. Oh. Oh, das darf ich nicht nochmal machen. Oh Mann. Man kann nicht mal irgendwie Salbe rauf tun, wenn man sich im Hals verzehrt. Also. Zerrt. Verzerrt? Zerrung. Großes Geweih brauche ich für zu Hause. Win! Was soll ich sagen? Vergessen, was ich sagen wollte. Verdammt! Na komm, weiter geht's. Warum hängt das mal auf? Weil es leuchtet? Woher seid ihr gekommen? Wer ist da? Wusste ich doch, dass ich etwas gehört Nein. habe. Damit. Oh Manno. Das wird euch eine Lehre sein. Gut gemacht. Wow, du hast gegen eine Hexe. Eine Hexe gegen eine Hexe. Das war cool. Oh nein. Naja, mein Gott. Aber wenigstens hast du mal das Richtige gemacht. Weil ich glaube, so ein Troll ist schon cooler. Aber den hättest du mal wiederbeleben sollen, als hier noch gekämpft wurde. Jetzt noch hier alle tot. Oh, das wollte ich eigentlich gar nicht aufnehmen. Ja, komm. Ja, ich möchte die Truhe durchsuchen. Ja, möchte ich. Das ist nett. Oh, so viel zu verkaufen. Yay. Wollen wir dich nicht zu meinen Kindern bringen? Als Haustier? Ich meine... Was ist das denn jetzt hier schon wieder? Ah, ich habe keine Angst vor dir. Ein bisschen... Was haben wir denn hier? Fragmente, die bestimmt noch wichtig werden. Lass! Oh mein Gott, da ist noch einiges. Heieieiei. Dann nimm mal den Troll mit. Scheinbar Spinnen. Oh, hier ist eine Leiche mit 7. Gut, dass ich die gesehen habe, sonst hätte ich jetzt 7 nicht. Nein, ich habe wirklich sehr viel Geld ausgegeben für Holz und alles. Schaut mal. Wartet. Ich habe nur noch, ne,